Johnson & Johnson spaltet sich auf und sorgt damit für Wirbel. Johnson & Johnson, eine der beliebtesten Dividendenaktien schlechthin, behaupte ich. Unter anderem auch im Standard Depot, wenn das mal kein Qualitätsmerkmal ist. In 18 bis 24 Monaten soll es soweit sein, und wer da nicht aufpasst, hat zwei Johnson & Johnson Aktien im Depot. Einmal eine Pharma Johnson & Johnson, das ist quasi die alte, bereinigt um das Consumer-Geschäft, wo also diese Pflegeprodukte drin sind, Babypulver und so weiter. Und dann gibt es also noch eine neue Consumer Johnson & Johnson. Wie die heißt, weiß man wohl noch nicht. Und jetzt natürlich die Frage, was soll das? Was hat sich das Management dabei gedacht? Und welche der beiden Aktien ist die bessere? Und sind beide Aktien aussichtsreiche Investments? Oder sollte man sich vielleicht von der einen oder anderen trennen? Und was macht man, wenn man sich von der einen oder anderen trennen möchte? Und wie sieht das Ganze steuerlich aus? Da muss ich gleich sagen, kann ich noch nicht beurteilen. Aber ich kann euch sagen, was das Management sich dabei gedacht hat. Und ich habe eine eindeutige Meinung, welche der beiden Johnson & Johnsons ich als aussichtsreicheres Investment betrachte. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich bin der Gründer des Aktienfinders, und mit dem können wir wundervoll nachvollziehen, in diesem Fall, was das Management dazu getrieben hat, aus einem Johnson & Johnson zwei Johnson & Johnson machen zu wollen. Dann haben wir hier schon mal den Aktienfinder, und ich habe auch schon Johnson & Johnson für euch ausgewählt. Seit 59 Jahren am Stück steigern sie die Dividende. Beachtlich, wie ich auch schon sagte, sind die auch im Standard Depot. Das verlinke ich mal hier, falls du es noch nicht kennen solltest. Und das Interessante ist, wir gehen hier gleich in die Segmente rein, und da siehst du dann auch, was sich Johnson & Johnson dabei gedacht hat. Ist übrigens Beiersdorf und nicht Johnson & Johnson. Wird ein Konkurrent von Johnson & Johnson, also müssen die erstmal hier auswählen. So, jetzt haben wir Johnson & Johnson, und jetzt haben wir auch die drei Segmente. Hier ist das Geschäftsjahr 2020, und wir haben die drei Segmente Pharmaceutical, Medical Devices und Consumer. Und wir werden jetzt diesen Consumer-Bereich, der soll abgespalten werden. Das heißt, das neue Johnson & Johnson sieht dann quasi so aus. Momentan sieht es noch so aus. Und wenn du jetzt die Umsatzentwicklung und die Margen vergleichst von dem Consumer-Bereich, insbesondere mit dem Pharmaceutical-Bereich, dann wird schon relativ schnell klar, wie das Management auf die Idee, oder warum das Management auf die Idee kommt, den Consumer-Bereich abzuspalten. Wir haben hier die Umsätze, aber auch die Gewinne und die operativen Margen jedes einzelnen Segments. Und zunächst einmal zum Wachstum des Consumer-Bereichs. Du siehst hier, das ist seit 2010, also sind jetzt 10 Jahre. Du siehst, es gibt im Prinzip kein Wachstum im Consumer-Bereich. Das ist schon mal schlecht. Wenn wir uns hingegen den Pharmaceuticals-Bereich angucken, dann siehst du, hier gibt es durchaus Wachstum. Und jetzt gehen wir noch weiter. Es geht ja letztendlich um die Gewinnentwicklung, um steigende Gewinne. Und dazu brauchst du einmal Umsätze, steigende Umsätze am besten, und hohe Margen oder steigende Margen, eigentlich noch wichtiger als hohe Margen. Wir sehen hier Margen im Pharmaceuticals-Bereich von, die schwanken, okay, aber sie sind meistens über 30%. Sie liegen eher, hier war es mal nur 20,9%. Mag was Außerordentliches passiert sein. Ich weiß auch, dass im Consumer-Bereich im Jahr 2020 was Außerordentliches passiert ist. Kommen wir auch noch gleich drauf. Also normalerweise haben wir hier operative Marge von über 30%. Vergleichen wir das mal mit dem Consumer-Bereich. Dann sehen wir hier Margen von grosso modo 15-16% irgendwo. Hier waren sie niedriger, aber in den letzten Jahren war es so um die 18%, auch mal 16-15%. Und hier sogar negativ. Minus 7,6%, über 1 Milliarde Verlust gemacht. Vorher hatten sie noch 2 Milliarden Gewinn gemacht. Warum? Wegen dem verflixten, asbestverseuchten Babypulver, was seinen Ursprung hat, was bis in die 70er Jahre zurückgeht. Das ist hier von Reuters, und was da fliegt, das sollen jetzt keine so romantischen Schneeflocken sein, sondern das ist asbestverseuchtes Babypulver, also aufpassen. Kann Krebs verursachen, das ist also keine lustige Geschichte. Und deshalb sieht sich Johnson & Johnson seit Jahren mit Klagen konfrontiert, hat versucht, das Ganze auch zu erledigen mit einem Angebot, Vergleichsangebot, wenn ich es richtig im Kopf habe, über 4 Milliarden Dollar, sind gescheitert,
mussten jetzt, haben jetzt eine andere Taktik gefahren. Johnson & Johnson, kleine Klammer auf, geht teilweise pleite, allerdings nur ein Tochterkonzern mit 2 Milliarden, die sie da hingeschoben haben. Das ist quasi so ein Special-Purpose-Vehicle, allein für die Abwicklung der Pleiten. Da gibt es so einen juristischen Trick, habe ich gelesen. Da hat man also diese Tochter gegründet, die ist nur für die Abwicklung der Klagen da, hat die mit 2 Milliarden ausgestattet, lässt die jetzt in die Insolvenz gehen, absichtlich, und aus diesen 2 Milliarden Konkursmasse sollen dann die Klagen bezahlt werden. Und damit soll es dann erledigt sein. Ob dieser juristische Kniff erfolgreich ist, das wird sich noch zeigen. Ist nicht ganz ohne Kritik, verständlicherweise. Jedenfalls haben wir eine Belastung gehabt im Jahr 2020 von diesem asbestverseuchten Babypulver, was dazu geführt hat, dass der Consumer-Bereich negative Margen hatte bzw. Verluste geschrieben hat. Aber auch ohne das siehst du eben, dass es mit dem Umsatzwachstum nicht weit her ist und dass allgemein die Profitabilität des Consumer-Bereichs, wo die Pflegeprodukte drin sind, wie beispielsweise Babypulver, nicht mithalten kann mit dem Pharmaceutical-Bereich. Wir haben übrigens dann auch noch diesen Medical-Devices-Bereich, den wollen wir auch nochmal hier anschauen. Und da siehst du, sieht erstmal von der Umsatzentwicklung nicht besser aus als im Consumer-Bereich. Von den Margen her in etwa leicht höher als im Consumer-Bereich, schwankt ein bisschen, aber erreicht auch schon mal die 20%, 28% sogar schon mal hier, was im Consumer-Bereich nicht erreicht worden ist bisher. Das heißt, das ist profitabler. Umsatztechnisch sieht es allerdings auch eher durchwachsen aus. Allerdings ist Pharma und dieser medizinische Bereich hier, Medical Devices, näher zusammen, kann man sich ja denken, als Pflegeprodukte mit Pharma verwandt sind und medizinischen Produkten. Das heißt, die Synergieeffekte dieser beiden Segmente hier werden höher sein als die Synergieeffekte mit dem Consumer-Bereich. Nochmal ein Grund, das Ganze abzuspalten. Daraus ergibt sich wahrscheinlich schon meine Meinung, welches Johnson & Johnson ich als aussichtsreicher erachte, das Pharma Johnson & Johnson oder das Consumer Johnson & Johnson. Ja, das Pharma Johnson & Johnson selbstverständlich, das wahrscheinlich weiterhin Johnson & Johnson heißen wird. Das Consumer Johnson & Johnson weiß man noch nicht so genau, wie es heißt. Jetzt dann natürlich die Frage, falls man sich dem anschließt und sagt, ja, ich möchte dieses Consumer Johnson & Johnson zum Beispiel gar nicht behalten, soll ich dann warten, bis der Split durchgeführt wird, beziehungsweise Spin-off durchgeführt wird, das ist ein Spin-off, kein Split, und dann einfach mich von die Consumer-Aktien verkaufen, oder soll ich vorher Johnson & Johnson verkaufen und dann einfach wieder das Pharma Johnson & Johnson zurückkaufen? Das ist halt so eine steuerliche Kiste, und da weiß ich jetzt nicht, wie das behandelt wird. Im einfachsten Fall ist das Ganze durch deinen Freibetrag abgedeckt, der bis dahin hoffentlich bei 1.000 Euro liegen wird oder drüber, wenn die FDP sich durchsetzt. Und dann wäre es einfach quasi ein No-Brainer, wenn du das Johnson & Johnson einfach verkaufen würdest, Kursgewinne realisieren würdest, und es wäre mit dem Freibetrag gedeckt, müsstest du keine Steuern bezahlen. Wenn du da drüber bist, muss man sich mal informieren. Wir werden dann aber zeitig auf Facebook beispielsweise darüber diskutieren. Also, falls du die Facebook-Gruppe nicht kennst, Aktie an Bord heißt die, mit dem Jonathan Neuscheler, mit dem Konstantin Wacker von Finanzfunk und mir, wir kümmern uns da so ein bisschen um euch und moderieren das Ganze, dann seid ihr auch herzlich eingeladen. Werde ich unten verlinken unter dem Video. Ja, das war es im Prinzip schon. Also für mich macht es Sinn, warum Johnson & Johnson bzw. das Management hingegangen ist und gesagt hat, wir wollen hier den Consumer-Bereich abspalten. Ich sehe es ähnlich wie das Management voraus, wahrscheinlich. Ich sehe diesen Bereich eben weniger zukunftsträchtig. Eine Sache zeige ich euch noch. Warum sehe ich das weniger zukunftsträchtig? Weil das neue Johnson & Johnson hier im Consumer-Bereich, die machen Umsätze von 14 Milliarden, sind im profitabel irgendwo, sagen wir mal Pi mal Daumen, 15% operative Marge. Und die müssen sich ja dann durchsetzen gegen Konkurrenten, ebenfalls im Bereich Pflegeprodukte. Deshalb hatte ich vorhin auch mal Beiersdorf drin. Da gehört aber auch Procter & Gamble oder L'Oreal dazu. Unilever gehört auch dazu. Wenn man mal schaut, was die für Umsätze machen, muss ich mal gucken hier im Bereich Pflege.
Da haben die ja viel mehr drin. Also, das ist ja alles Pflege hier, mehr oder weniger. Beauty, Healthcare, Grooming, also Rasieren. Weiß ich jetzt nicht genau, ob Johnson & Johnson Rasiergel anbietet, aber wenn man einfach mal so auf die kompletten Umsätze schaut, dann sieht man das alleine hier. Da der Babybereich hat ja schon 19 Milliarden, macht schon 19 Milliarden Dollar Umsatz, also mehr als der Pflegebereich von Johnson & Johnson. Bei L'Oréal, wie wird es da aussehen? Da haben die Consumer Products, dann haben wir noch Kosmetik und so weiter, was theoretisch auch noch, bin ich mir nicht sicher, in das Consumer-Segment von Johnson & Johnson reinfließen könnte. Gut, da hat Consumer Products Umsätze von 11,7 Milliarden. Und dann haben es jetzt aber noch andere Segmente, die dann deutlich drüber kommen. Was ich eigentlich einfach nur sagen will, ist, dass dieses Consumer Johnson und Johnson eher kleiner sein wird. Hier Unilever, Beauty and Personal Care, 19 Milliarden. Also etwas drüber und haben auch Margen von 20% zum Beispiel, sind also profitabler als Johnson & Johnson. Das heißt, Johnson und das Consumer Johnson & Johnson wird es nicht einfach haben, gegen die großen Spieler hier zu bestehen, so alleine auf sich gestellt, ohne die großen Medizinbrüder, wenn ich mal so sagen kann. Kann gut sein, dass sie ein Übernahmekandidat dann auch werden, was wiederum den Aktienkurs treiben könnte, weil dann gibt es ein Übernahmeangebot mit einem Preis pro Aktie. Allerdings ist das schon Spekulation und wir sind ja hier da, um langfristig zu investieren und nicht um zu spekulieren. Insofern wiederhole ich nochmal ganz kurz, dass Consumer Johnson & Johnson, da bin ich eher skeptisch. Pharma Johnson & Johnson, super, bleibt auch dann im Standarddepot, wenn es soweit ist und der Spin-off vollbracht sein sollte. Okay, das war das Update zu Johnson & Johnson an einem regnerischen, kalten Novembertag. Deshalb habe ich das Video auch gedreht. Ansonsten hätte ich ein Sonnenbad genommen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und natürlich, ihr könnt mir unter die Kommentare schreiben, wie ihr die ganze Geschichte von Johnson & Johnson seht. Ciao!